Helene Fischer musste wegen einer Verletzung am Trapez ihr Konzert in Hannover abbrechen. Erst vor wenigen Monaten hat sich die Sängerin eine Rippe gebrochen. Ob und wie gefährlich Helene Fischers Show wirklich ist, wollte Focus Online von Bernhard Paul wissen. Er gründete in den 70er Jahren den legendären Zirkus Roncalli, der für seine akrobatischen Shows bekannt ist. Im Gegensatz zu den Kritikern in den sozialen Medien schickt er voraus, er gehöre nicht zu den Menschen, die im Nachgang alles besser wüssten. Seit es den Zirkus gibt, gab es immer Unfälle. Als Hauptursache für mögliche Unfälle nennt der Roncalli-Chef die Dauer von Helene Fischers Konzerten. Ein normaler Artist macht eine Nummer von 3 bis 10 Minuten. Helene Fischer ist eine 2-Stunden-Show. Das sind 2 Stunden lang volle Konzentration in 3 verschiedenen Disziplinen. Es ist schwierig, 2 Stunden voll konzentriert zu arbeiten. Da steigt die Gefahr, dass etwas passiert. Laut Paul mache Helene Akrobatik der Spitzenartistik. Dass dabei etwas schiefgehen kann, ist also nicht unwahrscheinlich. Dieser Sprung in die Arme des Partners ist schon eine sehr schwierige Geschichte. Bei Höchstleistungen gäbe es immer ein Risiko. Aber wie schwer darf ein Trick sein? Wie schnell darf ein Formel-1-Auto fahren? Sie hat ja nicht die Hände ihres Partners verfehlt, sondern ist mit ihrem Kopf an sein Knie gekommen. Also höchstens ein Konzentrationsfehler. So der erfahrene Roncalli-Chef.